Die Rettungskräfte zogen am Wochenende alle Register. Bei der Katastrophenübung Roter Eber in Kamerau wurde eine Vielzahl an Unglücken geübt. Höhepunkt war, zumindest für die Zuschauer, das Busunglück. Ein Bus und ein Auto waren kollidiert und von einer Brücke gestürzt. Die Fahrzeuge lagen beiderseits des Flusses. In beiden waren Verletzte eingeklemmt. Im Einsatz waren hier zahlreiche Feuerwehrleute, die unter anderem den Bus öffneten, um die Verletzten zu bergen. Die Feuerwehrleute öffneten hierzu die Frontscheibe des Busses und drangen später auf über Dach und Fronttür in den Bus ein. Über 20 Verletzte wurden von den Sanitätskräften und Notärzten versorgt. Diese erhielten natürlich Unterstützung aus der Luft. Ein Helikopter landete in der Nähe des Unglücks. Ein zweiter setzte per Winde einen Arzt ab und nahm später Arzt und Patient auf dieselbe Weise wieder auf. Mit einer Winde ausgestattet. Auch Wasserwacht und Bergwacht waren im Einsatz.